selten solche Bauchwege gehabt. Scheiße. Aber er ist doch sehr gut gekommen, also sehr, sehr gut. Genau wie ich gesagt habe, dazwischen, der hat fast gepasst. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er vom Winkel, ich habe ja extra so gemacht, weil er in die Haltlage ist. Eigentlich wollte ich auf den kaputten drauf. Ja, ist ja eigentlich auch gut. Ja gut, jetzt ist er daneben, aber ja. Ist top. Top. Top, top. Besser ging's nicht. Das ist doch echt cool. So, Säge anmachen und einmal ganz schnell. Jawohl, ja. Krass, echt. Wo bist du? Was ein Ding. Aber so krrrk. Als er dann gelandet ist. Ja, habt ihr gut gemacht. Ja, passt also, wenn wir es mal gemacht haben. Ja. Für eine Scheibe. So, jetzt haben wir einen Stehtisch, sehr gut. Ein Tisch! Ja. Schief, aber gut. Sehr schön, Henning. Das ist Natur. Ja, sieht gut aus. Krass. Guck mal, so ein schöner Baum. Was hat er hier? Was? Was für eine Baumfelle? Ja, gewachsen. Der ist gewachsen und irgendwann abgebrochen. Ah, das sieht man da dran. Aber das war vor 80 Jahren. Ja, ja. Warte, komm ungefähr. Zähl mal durch. Genau, zähl mal, wie alt er ist. Aber hier zum Beispiel sieht man ja auch, wenn man genau hinguckt, hier sind ja auch schon ganz viele Einzelne. Habt ihr euch mit dem Pullover wieder mitgebracht? Ja, der ist unsere Tortenform ist auch noch im Auto. Wo gute und schlechte Tage hatte. Ja, ne, da wo das größer ist, hat er ein gutes Jahr, oder? Hier war es richtig gut. Und hier, die letzten Jahre waren nicht so geil. Aber wenn sie dick sind, dann ist es ein gutes Jahr. Ja, ja, da ordentlich Wasser. Und hier wird es auch enger nach außen. Ja, so die letzten Jahre, ne? Ja. Ja, dann wollen wir ja, dass man das dann schon auch so sieht, ist schon auch irgendwie interessant. Toi, toi, toi. Jungs. Wieder aus, wie da oben könnte es ja noch mal ein bisschen anders aussehen als hier unten. Ganz ehrlich, das hättest du vom letzten Mal, letzte Woche Freitag. Ja. Das hättest du dabei sein sollen. Sturm. Die Bühne macht einen auf den. Mhm. Und der Baumfolie macht er so. Ja, das macht Spaß, ne? Nee, da wurde ganz schlecht. Ja, ja. Heute soll weniger Wind sein. Ja, letztes Mal waren es 65, wie das sonst heute ist. 70 fast sogar, oder so, heute 45. Ja. 45? Ist runtergegangen? Ja. Es war gestern hieß es noch 55. Ja, Dauerwind zu 25 quasi. Ja, also der reguläre Wind ist weniger, die böse halt. 19. Das habe ich gesehen. So. Einen Schluck nehmen und dann lassen wir 60 habe ich jetzt gezählt, aber ich glaube, bei einigen liegt das auch so nah zusammen, dass das theoretisch auch zwei sein könnten. Also laut den Erzählungen müssten es vielleicht irgendwie um die 80 Jahre sein, die Bäume aufgenommen haben. Weil sie sich nämlich erinnern, die Oma von der Familie, die hat halt die, noch... Die hat die ja noch in klein die gesehen. Die hat sie in klein gesehen, genau. Wie, irgendwann stoppt doch auch so ein Baum, der wird ja nicht immer dicker und dicker. Bäume wachsen immer. Immer? Ja. Es sei denn, sie kriegen einen weg und sterben. Oder Henning kommt mit der Kettensäge. Oder so. Feini Säge.
Seil. Wir werden jetzt ein paar Äste an der Seite hier wegnehmen. Und dann werden wir ein Seil an, das also Seil anbinden. Und dann müsst ihr mal gucken, dass ihr hier dazwischen in die Richtung runterzieht. Ach, wir wollen den tatsächlich umhauen? Die letzte Spitze, ja. Die Spitze oben. Ja, trotzdem. Nur die Spitze, nur die Spitze. Die Spitze ist ja aber nicht 2-3 Meter lang. Eben, ja. Nicht der ganze Baum, nur die Spitze. Gut, also wirklich. Der macht. Naja, also doch, ist schon ein paar Meter lang, aber, ja. Aber es ist eben nur das oberste Stück in die Richtung, damit das nicht in die Richtung fällt. Nehmt alles mit. Also mehr so. Wollen wir noch ein Teil mitnehmen? Darunter. Diesmal? Uns ist alles egal, wir wollen nur Äste. Habe ich schon da hinten liegen? Ich nicht. Also wir einfach nur in die Richtung, in die Richtung runterziehen, ja? Da lang. Zweimal. Mhm. So. Aber hier können wir auch sogar noch mal ein bisschen was wegschleppen gleich. Vielleicht ja. Müssen wir auch das hier noch mal. So, das bleibt jetzt. Wieso, das kann doch so bleiben, das ist doch ganz gut geworden. Nee, na hier kommt Omi mit ihrem Gehwagen. Ja, mit ihrem Rollator, die kommen hier nicht durch. Ja. Das geht nicht. Die wollen immer so. Wenn der unten runter oder oben drüber ist, ja jetzt auch nicht so schlimm. Genau so. Thank you.
aussteigen. Okay, ich hab Angst. Was ist jetzt? Wie mach ich das zu? Schaut es nicht zu. Und das? Also Höhenangst hast du nicht haben. Das ist die erste? Naja, das ist jetzt relativ senkrecht. Und jetzt geht's nur noch hoch. Scheiße, ich hab Angst. Hoch? Hältst du es aus? Ja, machen wir. Aber ich muss mich gut festhalten. Scheiße. Wie höher ist dieses Dach? Hier die ganze Zeit arbeiten konntet. Krass. Eieiei. Boah, ich muss mich voll festhalten. Ich hab voll Angst. Wie hoch die sind. Krass. Oh mein Gott. Okay. Wird noch weitergehen, glaube ich. Nicht darauf konzentrieren, nee. Dass es so hoch ist. Ich muss die ganze Zeit daran denken, das ist nicht gut. Eieiei. Sieht krass aus, ne? Mucki muss doch auch noch mal. Ich war schon auf dem Ding dran. Ich ist eigentlich ein Angstkandidat. Ja, ich weiß. Deswegen, ja. Deswegen, ja. Einmal richtig reinschlagen. Ja, genau. Perfekt. Oh mein Gott. Bereit? Ja. Jetzt geht's richtig schnell nach oben. Auch immer allen winken. Wie viel sind das dann gleich? Ungefähr 30. Okay. Also es fühlt sich auf jeden Fall sicherer an.
geht ja jetzt so. Ist ja noch gar nicht. Yeah! Woo! Ich bin voll weit oben! Oh Gott! Alter! Schon krass, ne? Mhm. Oh, da ist jetzt das Kraftwerk, Ostufer. Ja. Da sind meine Eltern. Da ist HDW. Ja. Wo ist der Fernsehturm? Ja. Da. Ja, da ist wohl was vor. Da sind wir. Ja. Ah. Ah, mach ich gerade auch ein bisschen, ne? Durch den Lift denkt man gar nicht. Ja. Also wenn du hier arbeitest, dann ist halt besonders. Das wackelt dann schon, ja. Ja. Der Arm ist ja jetzt noch ausgefahren hier. Das ist ja den theoretisch, oder? Ist auch ein komisches Gefühl, ne? Ja, aber mal so. Jetzt geht's wieder runter. So ein bisschen wie Heidepark. Ja, genau. Genau. Oder das hier auch noch. Ah. Oh mein Gott. Das ist auch komisch, ne? Ja. Boah, und jetzt wackelt er auch so ein bisschen in sich. Ja. Damit das auch interessant ist, wenn man schon mal hier oben ist. Ja. Das ist schon ein krasses Gefährt. Das ist schon irre. Was verbraucht das so an Benzin? Keine Ahnung. Also letztes Mal ist haben das wir inklusive Benzin? Nee, nee. Tanken wir nachher wieder auf. Ah, ach so. Also immer voll zurück. Ja, genau. Ja, aber mit mal Kanister macht ihr das voll, oder? Ja, ja, genau. Ja, letztes Mal haben wir mehr als 10 Liter da reinfüllen können. Wir hatten aber nur 10. Hui.
hier ist irgendwie so ein Dieselzeichen da. Die Tankanzeige auch sofort. Er zeigt null an. Ein Stück weiter vor, dass er nicht auf diesem Ding da steht. Kommt also Tieflader. Ja. Aber mit dem Fuß soll er nicht da drauf stehen. Der wird nie mehr runtergemacht am Tieflader. Der fährt selbst gleich auf den Anhänger. Das ist so, die ist anders. Ja, wenn das. Mach mal aus. Hier mal rein. Jetzt nochmal reinbussen.